Okay, es ist noch nicht Christmas Time, aber es ist schon einiges kälter geworden. Aber wir werden das Herz gerade wieder erwärmen, und zwar mit unserem Royal Arena Special. Yes. Wir zwei waren vor Ort, wir haben unseren Spass gehabt. Von dem werden wir auch noch ein bisschen mehr gesehen bekommen. Wie bitte? Nicht. Wir haben auch deinen Spass gehabt, quasi. Genau, falls du nicht vor Ort bist. Ja. Und falls du jetzt traurig bist und denkst, aber das ist doch mein Spass, wir geben das jetzt wieder retour, ist gut. Deal, Deal ist Deal. Weil wir sind ja so, you know, friends and stuff. Und falls du unsere Freundschaft noch mal möchtest bekräftigen, geh auf joyce.ch/live und mitchatten wie zum Beispiel Jenny Cooper und Julia Gasser, Joyce TV natürlich und noch viele mehr, die mitmachen sind. Aha. Und das Nächste, was ich euch möchte präsentieren möchte, ist ein Interview mit einem verdammt gut aussehenden Typ. Ja. Er sieht sehr, sehr gut aus. Yeah. I would say dark, intense and like chocolate. Like a delicious chocolate. Er nennt sich Black Milk. Und was er erzählt hat, ich muss ihn fast selber noch mal schauen, weil eigentlich habe ich nur noch sein Gutes aussehen im Kopf. Wir schauen es doch zusammen an. Jetzt würde ich sagen. Alright, ich habe es hier gemütlich gemacht auf diesem Sessel hier. Neben mir wird jemand Platz nehmen, der bekannt ist als MC, aber auch als Producer. Als Producer wird er oftmals verglichen mit der one and only Legend, Jay Dilla. Er ist ebenfalls aus Detroit und wird mit mir ein bisschen quatschen. The Black Milk, ich freue mich sehr drauf. Tell them all, settle down. We bringin' the real whack, niggas not allowed. So Detroit like gon' be loud. So Detroit like 7 miles. So what up, though? Yo, we tryna get it, then get out. Gettin' much, though. Then bringin' it to the hood crowd. Like, what up, yo? You ain't never seen shit. London boutique fit. You ain't never seen this. What you mean? I call my regime. Yeah, my team is at wherever the cream's at. Yeah. Direkt aus den Staaten ist er jetzt hier angeflogen. Hat seinen Auftritt mit der Band gehabt, Nat Turner. Und jetzt sitzt er neben mir. Welcome to the show, Black. Thank you. Thanks for having me. Thanks for having me. Thanks for being here. Yeah. How do you like Switzerland this year? Love it. I love it, man. I always come here like at least once a year. You know what I'm saying? Every time I have a good time. So yeah. So you're an experienced Swiss comer. That's not even a word, but Swiss comer. You know what I mean. I think I know what you mean. Yeah, definitely. A traveler man. Who comes often right, to Switzerland. Right. That's what I'm trying to say. I'm a little experienced, you know what I'm saying? We're coming over here rocking and, you know, meeting the people and getting involved, you know. The whole culture and all of that. So yeah, it's dope. Okay, tell me 3 interesting facts about Switzerland you've learned so far. Why you put me on a spot like that? Damn. You're a star. That's why we put the spotlight star, on you. Man, I ain't a star. Okay, let's say one. Yeah, okay. One. You can even say chocolate. It's not that. You know what? And this might sound kind of crazy. Like the chocolate is awesome. Even the chocolate that I get at the damn little gas station parts when we on the road, and I'm like, yo, this tastes better than any chocolate I've had in the States ever. Right? Yes. It's the best. It's the fucking best. So yeah. Oh, can I cuss? I'm sorry. I can't cuss. You can. Oh, I can't. All right, cool. You cool. can say yeah, fucking. All right, it's cool, okay. Cool, cool. Okay, right. I'm cursing a little bit too much. Right. Let me quickly translate that to our people. Also, the Black Milk. Vielleicht auch weil Milk in seinem Namen drin hat. Er liebt Schweizer Schoki. Es gibt nichts Besseres als Schoki. you understood it, right? Yeah, I understood. You it, like yeah. milk chocolate, I guess. Yes. Right? Yeah, that's the best for me. It is personally. That's my favorite. You chocolate. Obviously love. Chocolate milk, do you? Don't you? Well, chocolate milk is cool. I don't really like milk, though. Really? Even though my name is Black Milk, yeah, it's kind of weird. So why do you pick that name if you don't like? It was milk just at all? It was just a crazy little like nickname I had when I was younger with my other friends, and we had crazy rap names back then. A lot of them changed their names for whatever reason. I didn't change my name, but like I might have probably should have, but I didn't. So yeah. It's controversial, that maybe that's why. I guess so, man. I mean, people remember it and they be like, what the, you know, what is Black Milk? You know, but and they check for me, and most of the time, they be like, oh, he actually has good music, so sweet. Yeah. You see my cameraman back here? He was asking the same questions, like, what is Black Milk? Right, exactly. I've gotten that, like, all the time for so many years, so yeah. Okay. Also, interessante fact, the Black Milk heißt zwar so, aber er selber kann Milch nicht ausstehen. Außer es hat Schokibuffer drin, und dann ist wiederum gut. Wir müssen ihm vielleicht mal Schweizer Schokibuffer geben. What she said, right. Yeah. I just said that you like it. Yeah. All right, I hope so. So now we're all happy, right? We're all happy, man. All thank happy, you very man. Much for the interview. Thank you. Appreciate it. That's it. And I would say that's a wrap. It's a wrap, y'all. See. Peace out. Gotta go, my nigga, we gotta go, go. Gotta go, my nigga, we gotta go, go. Gotta go, nigga, we gotta go, go.
gotta go, my nigga, we gotta go, go, gotta go. Don't go! Come back! Ah, so hübsch! Sieht man das Herzchen in meinen Augen? Ich bin viel Fan, ich bin ein großer Fan von seiner Musik. Ja, du hast ja sogar die Platte gekauft, hast gesagt, auf Vinyl macht das Desiree. Mhm. Voll der Hipster. Lass sie MP3, das braucht ihr kommen. Nur Hipsters kaufen Vinyl, wie ihr wisst. Ja, oh, das so ist schön gute Musik. Das ganze Interview mit dem Black Milk findest du natürlich auf unserem Festivalblog auf joyce.ch. Ganz gerne reinziehen, falls du das schöne Gesicht nochmal möchtest anschauen. Do it, because he's so pretty und talentiert und hat noch recht viele interessante Sachen erzählt.